Am Freitag, den 5. August 2016, fand nach alter Tradition bei freiem Eintritt die Märchennacht im Rahmen des Tiroler Sagen- und Märchenfestivals beim Musikpavillon in Watten statt. Das Festival wurde mit einleitenden Worten von Bürgermeister Thomas Oberbayersteiner eröffnet. Der Höhepunkt des Abends war der märchenhafte Auftritt des Theaters Feuervogel. Die Märchennacht 2016 erzählte von der Steinkönigin vom Wattental, die einsam hoch oben in den Bergen wohnt. Ihr Palast aus Marmor und Kristall. Einst verliebte sie sich in einen jungen Hirten, der ihre Liebe verschmähte, zurück ins Tal zog und nie mehr wiederkam. Seither lebt die verbitterte Steinkönigin allein in der Bergwelt, lässt erbost Blitze zucken, Donner grollen, löst Lawinen aus und verschüttet ganze Täler. Man sagt, nur eine Träne aus Liebe geweint, könne sie aus ihrem Fluch erlösen. Die fantastische Inszenierung lockte trotz des schlechten Wetters zahlreiche Besucher nach Wattens. Der Regen machte auch den Schauspielern kein bisschen zu schaffen. Ganz im Gegenteil. Ihre akrobatischen und künstlerischen Darbietungen hatten Pfiff und heizten dem ein oder anderen Besucher auch kräftig ein. Die tollen Kostüme waren in perfektem Einklang mit der Geschichte rund um die Steinkönigin aus dem Wattental. Es war wie immer so einiges geboten, sowohl für groß als auch klein. Und man kann schon mal gespannt sein, wie das wohl im nächsten Jahr getoppt werden soll.